Ein recht herzliches Willkommen hier im Medienclub zur abschließenden Pressekonferenz. 4.473 Zuschauer sahen heute das Spiel der Gräfe Pinguine gegen den RC Ingolstadt 6:3. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Niklas Sundblatt, den Trainer des RC Ingolstadt, und natürlich auch unseren Trainer Rick Adorno. Und wie immer wird das Statement zuerst im Gast, Herr Sundblatt, das Statement. Guten Abend, das ist ein Spiel. Das erste Drittel, Gräfe hat ein bisschen besser angefangen, ging ja 1-0, wir schießen 1-1. Und da war okay, erste Drittel für uns. Wir gehen zurück in die Pause und sagen, wir müssen weiterkommen und schießen Tore. Aber dann kommt Gräfe, wir schießen ein paar einfache Tore und das verändert das Spiel auch. Momentan lassen wir einfach so viel einfache Gegentore. Letztes Spiel war 7, heute ist 6, dann gewinnen wir kein Spiel. Das ist so. Wir brauchen bessere Torleistung für unsere beiden Torhüter. Momentan muss die Stärke von uns spielen. Unsere beste Spieler muss auch beste Spieler von uns. Sonst ist es schwer, anfangen zu gewinnen, Eishockeyspieler. Wir verloren jetzt 9 auf 11 letzte Spiele. Wir müssen zusammenkommen, wir müssen besser arbeiten. Aber wie gesagt, wir brauchen um die ganze Mannschaft, aber wir brauchen unsere Schlüsselspiele und Torwartleistung muss viel besser sein. Und, wir gehen zu Hause, die Vorbereitung für das nächste Spiel und anfangen. Und das ist so. Wir waren eine gute Race bis Ende, so diese Pre-Playoff-Plätze. Und wir waren einer der Mannschaft und aber wie gesagt, wir müssen harte Arbeit einfach. Dankeschön. Dankeschön, Niklas Sundblatt. Gibt es Fragen an Herrn Sundblatt? Das ist nicht der Fall. Rick Adorno, Ihr Statement zum Spiel. Guten Abend zusammen. Heute der wichtige Punkt ist, Pieta verletzt. Das ist nicht gut für die Mannschaft, aber Joel Perreault und Clark und Korshane spielen zusammen unglaublich. Und hat sehr gut helfen für gewinnen heute. Und Thomas Duba in die zweiten Drittes machen sehr gut gehalten von der Ingolstadt. Ingolstadt haben sehr gut Torjäger an der Mannschaft und Duba war sehr gut und stark. Aber Pieta, that's a problem. To try and replace Daniel Pieta. We don't know the extent of the injury, we'll know tomorrow. But all I can say is it's a große drei Punkte und sehr Fans, Emma und Glaublich, Dankeschön, and continue the Unterstützung, sehr wichtig für our Mannschaft. Und Nicolas, vielen Glück for the rest of the season and into the playoffs. Der englische Teil war nochmal zu lange mit Ketter, dass dann jetzt vielleicht morgen versucht wird. Und wir hoffen natürlich da das Beste, das sieht aber im Moment nicht gut aus. Gibt es Fragen an Rick Adorno? Das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt hier eine längere Pause, nämlich bis zum 14. Februar sehen wir uns wieder hier im Königpalast um 19.30 Uhr. Dann gegen die Adler Mannheim, glaube ich. Und wir sehen uns dann erst nach der Olympiapause wieder. Bis dahin, alles Gute. Danke, tschüss.